Noch 4 Wochen bis zum Highlight der Skisaison. Die Alpin-WM in Garmisch-Partenkirchen. Einer der Top-Favoriten steht schon jetzt im Blickfeld. Michael Walchhofer. Abfahrtsweltcup-Führender und WM-Favorit aus Österreich. Gerade aus der Ski-WM natürlich nochmal zu fahren vor unserer Haustür sozusagen, ist sicher ein Traum. Garmisch, glaube ich, wird sicher, erstens wird eine gewaltige Stimmung sein da und nochmal vor allem auch mit guter Form an den Start zu gehen, das ist sicher was man sich nur wünschen kann. Zum Ende seiner Karriere will der Abfahrtsweltmeister von 2003 auf der Kandahar nochmal richtig angreifen. Davon können die deutschen Skifahrer derzeit nur träumen. Mit Felix Neureuther steht nur ein DSV-Athlet unter den Top 20 der Welt. Die Alpenrepublik macht's vor. Das liegt sicher vielleicht ein bisschen an der Geschichte. Also die Österreicher im Grunde rein vom Können oder von der Statur her, wir sollten sagen, besser Fußball spielen als sie es machen. Also wahrscheinlich sind wir einfach vom Kopf her mehr die Skifahrer als die Fußballer und ihr eben umgekehrt. Am Ende entscheidet also der Kopf über Erfolg und Misserfolg. Eine besondere Stärke von Michael Walchhofer.